Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luna 2. Noch mitten im Zarek Palace, der doch sehr, sehr monsterverseucht ist, wie man sieht. Das ist echt nicht feierlich, aber hier gibt es jede Menge Schatzkisten. Psycho-Armband. Für wen ist das denn? Finde ich für dich für... Ja, okay, das würde die Defense ein bisschen hochsetzen, aber ganz ehrlich, nein. Denn wir würden die Weisheit wieder verlieren. Also, lassen wir es erstmal dabei. Meine Güte, sind die fix hier. Habt ihr irgendwas gesoffen oder so? Ein Kerosin-Intus. Okay, dann hauen wir die jetzt erstmal einfach weg. Mal sehen, wie denn Lemina und Jean und Co. jetzt mit denen verfahren. Auf jeden Fall haut's gut rein. Na, reicht's? Ja. Gut, dann sind die Gegner doch weniger ein Problem, als ich eigentlich dachte. Was hast du jetzt vor? Quatsch. Au! Der Crit war jetzt aber unnötig, mein Freund. Ja, dass Runfunner jetzt natürlich sofort einspringt und erstmal Lucia hochhält, ist ja wohl aus. Steht natürlich außer Frage. Na komm, grill ihn. Wäre ja auch zu schön gewesen. Naja, wenigstens kann Jean hier ganz gut auftrumpfen. Weil er hat auch noch eine ziemlich hohe Verteidigung, wie es aussieht. Aber es reicht, um ihn zu vernichten. Und ein Level-Up für Hero. Sehr schön, sehr schön. Dann dauert es bei den anderen auch nicht mehr allzu lange, bis die mal aufsteigen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Und hier haben wir jetzt einen Teleporter. Mal sehen, wo der uns hinbringt. Der bringt uns hier hin. Wo sind wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Wusa. Gut, gehen wir nochmal zurück. Nochmal wieder rein. Vielleicht steht er nicht mehr vor der Tür. Ne, mein Freund. Du kriegst uns nicht. Aber damit wären wir jetzt auch schon quasi durch. Aber das möchte ich dann jetzt doch nicht. Ich würde nämlich ganz gerne die ganzen Schatztruhen, die es hier gibt, auf jeden Fall noch mitnehmen. Wäre eine Verschwendung, die ganzen Dinger hier einfach liegen zu lassen. Also sehen wir uns hier doch noch ein wenig weiter um. Hallo, mein kleiner Brummkreisel. Wir haben dich ganz, ganz dolle vermisst. Nicht. Gut, dann machen wir es einfach wie AI. Das dürfte am schnellsten gehen. Schade eigentlich, dass die alle keine Magiepunkte haben. Und okay, das dürfte jetzt auf jeden Fall die drei da treffen. Wenn er richtig sitzt, ja. Das hat auf jeden Fall einen schon mal ausgenockt. Das war Nummer 2. Zumindest ein Boomerang. Aha. Gut. Mal überraschend, dass er mal nicht hüpft. Aber man will ja nicht meckern deswegen. Okay, der Angriff ist mir schon fast lieber als das von den anderen da mit den 150, 160 Crit. Danke, Lucia. Dann steht ja jetzt nur noch unser komischer Möchtegern-Magier da hinten aus. Der irgendwie jetzt ganz hinten an der Wand festgepinnt ist. Hm. Gut. Ich dachte jetzt schon, Jean kommt vielleicht nicht ran, aber es reicht. Und damit hat Runfa auch sein Level Up und hat die Miracle Litany erlernt. Was ist das jetzt? Das ist natürlich nochmal wieder ein schönes Zauber-Upgrade. Und kein komplett neuer Zauber. Und zwar, wir hatten ja vorher die Revive Litany, die einen Spieler oder einen gefallenen Kameraden einfach wiederbelebt mit ein paar HP. Während die Miracle Litany statt den 12 jetzt 30 MP kostet, wiederbelebt auch einen, eine Figur. Allerdings, und das ist jetzt das Entscheidende bei der ganzen Sache, heilt sie auch gleichzeitig voll, was die HP angeht. Macht die ganze Sache natürlich wesentlich, wesentlich bequemer, weil man sich wenigstens sicher sein kann, dass dann nicht irgendwie so nach dem Motto, man belebt ihn wieder und dann kommt irgendein Flächenangriff vom Gegner und klatsch, dann war's das gleich. Also wieder umfällt. Und sehr schön, sehr schön. Darauf hatte ich gehofft. Das wird ihn aber wenig interessieren, Hero. Ja, wenigstens haben wir jetzt nochmal ein so ein Ding bei uns auf der Seite. Und Lucia fängt jetzt auch an, langsam richtig aggressiv zu werden. Mit einem Plasma-Regen jetzt dazu. Okay, 65, das ging jetzt. Dann war das mit dem Crit auf Lucia da mit den
knapp 160 oder 158 Schaden, was das war, aber wohl mehr Glück von ihm. Wollen wir doch mal hoffen, dass das auch dabei bleibt. Das war's für dich, mein Freund. Du dürftest jetzt auch bald den Geist aufgeben. Zumindest hoffe ich's mal. Ja, so ein... Ja, wie soll man jetzt sagen? So eine Echse jetzt als Haustier zu haben, ist natürlich auch immer toll. Kann ich den behalten? Glaub nicht. Und damit hat Jean aus Level Up und die Blue Dragon Fist. Darauf habe ich gewartet. Das ist eigentlich die Fähigkeit, um mehrere Gegner auf einmal aus dem Feld zu räumen. Ich werde es ja gleich mal demonstrieren, wenn wir wieder mehrere Gegner auf einen Schlag haben. Es ist da oben schon wieder so ein Teleporter. Hier blickt doch keine Sau durch, wo man eigentlich hin muss. Aber hier bietet sich's jetzt gerade an, mal die Blue Dragon Fist einfach mal zu zeigen. Und zwar, wie man sieht, sie trifft automatisch immer alle Gegner. Und sieht auch noch ganz stylisch aus, muss man zugeben. So, mal schauen. Okay, Eis ist denen egal. Feuer ist denen auch egal. Ach komm, nehmen wir ein Krematorium. Das Schöne ist natürlich, dadurch, dass Runfor durch die beiden Crests jetzt so schnell ist, kann man wenigstens immer rechtzeitig heilen. Ja, und Lemina kann natürlich gleich die stärksten... Na, okay. Jetzt sieht man es nicht. Das würde jetzt normalerweise als Animation bei jedem Gegner sein, dass sie sich quasi vor die Gegner projiziert, vor jeden Einzelnen. Und dann diesen extrem harten Uppercut einfach mal durchzieht. Gut, jetzt heißt es aber Obacht halten. Und vielleicht versuchen, die Kisten aufzumachen, bevor die Gegner einkriegen. Gut, ich probiere das jetzt einfach nochmal. Hero darf mal so draufhauen. Runfer mal heilen. Und du machst eine Freeze Claw, die kostet auch weniger Magiepunkte. Warum ich jetzt schon wieder alle geheilt habe, weiß ich gar nicht. War eigentlich gar nicht nötig, aber okay, was soll's. Und zack. Das wird sie jetzt wenigstens nicht töten. Jetzt sieht man es wenigstens mal von Jean. Sieht man es auch richtig schön. Zack, Feierabend. Schluss mit lustig. Kostet dafür natürlich auch entsprechend Magiepunkte. Und Lemina als Level Up. Und die Freeze Claw wurde zum Freeze Smash. Auch sehr schön. Hat sich ja richtig gelohnt, hier doch noch ein paar Gegner wegzuklatschen. Und damit haben wir auch schon eine neue Rüstung für Jean. Die lässt man natürlich nicht liegen. Wie gesagt, einer der Gründe, warum ich unbedingt hier erstmal alles absuchen will nach Items. Denn hier gibt es doch eine ganze Menge nettes Spielzeug. Aber jetzt lassen wir die Leute lieber erstmal wieder automatisch agieren. Denn, ganz ehrlich, man muss jetzt nicht alle Magiepunkte raushauen. Ein paar werden wir noch brauchen. Da kann man sich wohl sicher sein. Gut. Der ist auch weg vom Fenster. Das könnte für ihn... Na, das reicht ja nicht. Schade. Und wie viel Schaden machst du mit deinem Rumgehüpfe? Okay, das geht noch. Aber das Vergiften stört mich gerade doch ein bisschen. Und scheinbar stört es auch Lucia, wie man sieht. Aber die Leute sind ja soweit eigentlich ganz fit. Das geht noch. Runfer versucht ja überall die Magiepunkte zu klauen. Das wäre fast schon eine Waffe, die man Jean geben könnte. Oder Hero, je nachdem. Aber erstmal muss der jetzt umfallen. Danke. Ich hatte schon gedacht, das dauert jetzt wieder ewig, bis die wieder zusammenbrechen. Aber dem war jetzt zum Glück nicht so. Da haben wir noch ein Life-Jewel. Das ist auch sehr gut. Runfer darf nochmal alle heilen. Jetzt muss ich aber doch mal ein bisschen geiziger mit den Magiepunkten umgehen. So, hier sind wir jetzt wieder ganz normal. Haben wir noch ein Starlight? Okay, auch nicht verkehrt. Wenigstens bleiben die Gegner aber trotzdem weg, die wir besiegt haben. So, dass wir hier uns an dem jetzt einfach mal vorbeimogeln könnten. Und jetzt geht es hier natürlich noch zur Seite. Dass wir an dem jetzt nicht vorbeikommen, war irgendwie klar. Dafür war der Gang irgendwie zu kurz. Der Sprint. Ja, komm. Einfach automatisch. Es wäre ja schön, wenn Runfer auch mal irgendwelche angreifen würde, wo er die Magiepunkte abziehen kann.
Und, ja, okay, das war's für den. Und kriegen wir wieder ein schönes Haustier? Oder nicht? Natürlich. Auf Gene, wenn er Computers macht, können wir uns ja vollständig verlassen, sonst klappt das ja irgendwie nie. Selbst Lucia ist schneller. Was ist das denn? Ja, das ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn... Ja, obwohl, es macht fast gleich viel Schaden, als wenn er draufhaut. Und Ron versorgt sich gemütlich mit Magiepunkten voll. Und Lemina? Wieso willst du den denn jetzt schon weghauen? Hau doch erstmal hier unseren komischen Vogel da weg. Man, sehr viel weniger Schaden als die mit ihren Autoangriffen machst du auch nicht. Gut, der ist weg. Der ist weg. Passt alles. Es ist doch immer wieder schön, dass auch so alte Fähigkeiten teilweise echt immer noch nützlich sind. So, mal gucken. Da haben wir den Master Helm. Kriegen wir jetzt die komplette Master-Ausrüstung oder was? Müssen wir gleich mal schauen, wenn wir das komplette Master-Equip zusammen haben, wenn es das hier überhaupt gibt, inklusive dem Schwert. Ob es dann irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass Hero vielleicht dann doch aussieht wie Link. Okay. Aber langsam gehen Jeans Magiepunkte aber echt schon zur Neige. Ja, die Blue Dragon Fist kostet halt echt auch eine ganze, ganze Menge MP. Und sie ist ja nun nicht unbedingt damit gesegnet, viele zu haben. Aber ich denke mal, das geht schon klar so. So, das war der. Run von noch ein paar Magiepunkte dazu gekriegt. Das ist auch schön. 14 Starlights müssten wir jetzt eigentlich haben. Na, teleportierst du dich weg? Na? Ich renne genau rein. Ich bin doch so ein Kamel. Steinigt mich dafür bitte nicht, Leute. Das ist echt Glückssache. Es ist mehr als... Es nervt mich nämlich auch, wenn man dann versucht, dem Gegner auszuweichen und... Dann registriert man irgendwie nicht, dass er eigentlich vor einem steht und rennt dann natürlich genau mitten rein. Ne? Na, Lucia kommt dann natürlich auch nicht wirklich auf einen hohen Schaden. Aber wenigstens... Ja, das hätte Lucia jetzt auch auf sich selber sprechen können und du hättest den einfach töten können, Ronfa, aber danke. Das ist zumindest meine Meinung. Wieso zauberst du jetzt? Ich verstehe es nicht. Manchmal zaubert sie, manchmal greift sie dann nur mit dem Zauberstab an. Das ist doch unlogisch. Alles hier ein bisschen. Und stirbst du? Danke. Denn, wie wir ja schon gesehen haben, da oben steht noch so ein blödes Vieh, an dem wir so nicht einfach vorbeikommen. Wir schmeißen uns wieder Gegner nach Gegner ins Gesicht. So langsam wird es echt nervig. Ja, Lemina, hast du Glück, dass du jetzt so schnell bist, dass du die Gegner wenigstens mit den Flächenangriffen auch mal treffen kannst, die du hast, ne? Aber man sieht wirklich, es hat sich echt gelohnt, dass ich die Shiro Crest geholt habe. Von welchem Gegner von den beiden kriegt man die denn? Ja, man hat ja dort zwei verschiedene Shiros. Einmal die, ich sag mal, normalen Gegner dort und einmal diese, die eigentlich im Kampf immer wieder sofort abgehauen sind. Und vor fast nichts wirklich Schaden gekriegt haben. Und von den zweiteren kann man, da sie ja meistens erst am Ende der Runde abhauen, wenn jeder einmal dran war, kann man mit Lemina halt versuchen, wenn man den Thief Staff ausgerüstet hat, indem man mit ihr einfach normal angreift, einen Shiro Crest zu klauen. Weil selbst sollten die Gegner dann wegrennen, macht es nichts. Geklaute Gegenstände verbleiben nämlich trotzdem im Inventar. Das ist nämlich ganz gut. Miracle Closes, das hört sich ja schon fast nach Ronfa an. Ganz genau. Ziehen wir doch gleich mal an. Wofür der die jetzt großartig kriegt, weiß ich nicht, denn eigentlich bringt es ihm im Moment nichts. Wir kamen nicht von dort oben, wenn ich mich recht erinnere. Du wolltest hier mal ganz gepflegt verschwinden. Na komm, hau ab jetzt. Willst du dich jetzt zwischen den Eingängen hin und her teleportieren, ja? Letzter Versuch. Okay, wenn er da stehen bleibt, hauen wir halt weg. Ich will mich jetzt nicht ewig damit aufhalten, mich hier mit diesen Gegnern zu kloppen.
Beziehungsweise darauf zu warten, dass der sich irgendwo anders hin teleportiert, nur damit wir dran vorbeilaufen können. Denn sonst könnten wir von der Zeit her nämlich auch genauso gut einfach die Gegner totschlagen. Da hätten wir wahrscheinlich sogar noch Zeit gespart. So, das waren die. Alle, hopp, das war der, genau. Jetzt fehlt natürlich wieder nur noch Mister, ich schmeiß Eiskristalle um mich. Zap, danke. Ja, Ruby. Bald wirst du wahrscheinlich auch zu dem Drachen. Das hat Norn uns ja schon prophezeit. Jetzt macht sie wieder nochmal einen Angriff, damit ich schnall es nicht. Apropos, wir sollten hier noch einen anderen Stab mitgeben. Den werden wir dann nämlich noch brauchen. Und? Ach ja, Hero heilst, das stimmt ja. Du heilst ja nur dich und Hero, aber sonst niemanden. Autsch! Okay, das war ein böser Treffer. So, hauen weg, Ronfa. Hauen weg! Okay, dann halt nicht. Reicht das denn, was Nemina da macht? Ne, auch nicht. Gut, Jean, bitte. Wir sind nämlich schon fast wieder am Ende des Videos angekommen. Beziehungsweise wir sind eigentlich schon wieder über der Zeit, die ich eigentlich aufnehmen wollte. Gut, dann werden wir wohl den Zarek Palace erst im nächsten Video vervollständigen. Bis dahin, alles Gute und tschö tschö.